Hallo, ich bin die Sarah und ich spiele in der Besetzung Tino die Aroha. Was magst du an deiner Rolle am liebsten? Ich mag am liebsten das Rumschreien und die Hackertänze, wo man mal ausrasten kann. Was magst du an deinem Kostüm am liebsten? An meinem Kostüm? Oder an deinem Outfit? Meine Schminke. Deine Schminke? Also die Schuhe gehören nicht dazu. Ah ja, okay. Barfuß. Was macht dieses Jahr auf der Bühne am meisten Spaß? Meinen Spielpartner, den Taonga, richtig zur Sau machen. Macht sehr viel Spaß. Und eben, wie gesagt, die Hackertänze und das Volk anbrüllen ist auch sehr lustig. Wovor hast du dieses Jahr auf der Bühne ein wenig Bammel? Habe ich eigentlich gar nicht so. Ich glaube, dieses Jahr gibt es nichts, wo ich wirklich Bammel vorhabe. Und im Vergleich zu allen anderen Rollen, die du bisher gespielt hast, wo ordnest du die ein, ein Ranking vielleicht? Udi gehört schon zu einem meiner Lieblingsrollen, wobei ich da tatsächlich letztens auch mit anderen Darstellerinnen drüber gesprochen habe und feststellen muss, dass eigentlich jedes Musical echt sehr, sehr cool war und immer gute Rollen dabei waren, immer sehr viel Spaß gemacht haben. Aber ich würde schon sagen, einfach weil es Musical sehr, sehr cool ist, gehört es zu den Top-Rollen. Von den Liebespaaren, die du gespielt hast, wie ist da eine Reihenfolge? Der Nachtigall? Letztes Jahr Goldene Gans? Ja, dieses Jahr ist es halt was komplett anderes, weil ich halt jetzt unglücklich verliebt bin und ich glaube, das ist für mich auch nicht angenehmer, aber halt einfach mal was anderes, eine Abwechslung zu den anderen Rollen, in denen man halt relativ schnell einfach so, man ist jetzt verliebt, so spielen musste. Was ist dein Lieblingssatz auf der Bühne? Was sage ich denn so? Gräme dich nicht, ist mein Lieblingssatz. Oh Gott, ja, aber das ist nicht mein Lieblingssatz. Also gräme dich nicht, sage ich sehr viel, gehört aber nicht zu den Lieblingssätzen. Was ist denn dieses Jahr deine Lieblingsszene? Der Hacker, sowie Wutausbrüche, also diese ganzen Schreisszenen, wo man mit seinem Gesicht machen kann, was man möchte und die anderen halt anschreien darf. Finde ich sehr cool. Was ist dein Lieblingslied der Reisenden? Verzag nicht, bleib tapfer. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Nimmt man uns auf, heißt uns willkommen. Nimmt man uns auf, heißt uns willkommen. Und was ist dein persönliches Lieblingslied von den Liedern, die du singst? So gibst du uns allen Zuversicht. Man hält gewöhnlich das, was man verspricht. Sie sieht dich an, sie fasst dich an. Und du entbrennst im Liebeswahn. Da habe ich jetzt schon wieder fest gesagt. Dafür fühle ich immer sehr gerührt dafür, weil es heißt fast. Und hast du auch ein Lieblingslied von dem ganzen Musical? Oh ja, ganz am Schluss. Welch traurig los, dem sie sich unterworfen. Seid dankbar ihr für alle Zeit. Worauf können sich die Zuschauer am meisten freuen? Auf was komplett Neues, ein komplett neues Musical mit komplett anderem Bühnenbild, andere Maske, Kostüm und auch die Message. Die finde ich sehr, sehr gut und sehr wichtig. Danke, Sarah. Gerne. Servus.